Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind jetzt hier im vierten Part. Wir haben im letzten so ein bisschen Hauptstory gemacht. Ein bisschen viel an Nebenstories. Und nun hocken wir hier. Beziehungsweise stehen wir jetzt gerade mal wieder auf. Wir haben immer noch keine neue Ausrüstung, gar nicht. Wir sind immer noch sehr unliebsam. Wobei, das hier können wir mal. Arsenal. Haben wir gleich das nächste, was wir lesen können. Das Ausrüstungssystem in Final Fantasy 14 erlaubt dir, deine Klasse oder deinen Job zu wechseln, indem du die Waffe oder das Werkzeug in deine Haupthand änderst. Er empfiehlt es sich, immer mehrere Ausrüstungssets parat zu haben. Da all diese Ausrüstungsgegenstände enorm viel Platz im Inventar einnehmen würden, verfügt jeder Abenteuer über ein Arsenal. Alle Ausrüstungsgegenstände, die du kaufst oder findest, werden automatisch im Arsenal abgelegt, wodurch du im Inventar mehr Platz hast, um Tränke, Synthesematerial und Nahrungsmittel zu verstauen. Ausrüstungsgegenstände in deinem Arsenal sind kategorisch und nach Arten sortiert. Du kannst sie direkt aus dem Arsenalfenster heraus anlegen oder wegwerfen. Das Arsenal findest du in der Sektion Charakter des Hauptmenüs unter Arsenal. Alternativ kannst du es über die Tastenkombinationssteuerung I aufrufen. Das, was ich in der Regel tue. So. Also, ich wollte jetzt hier einmal zum Mogri-Postboten. Denn da haben wir etwas, was wir brauchen, wenn wir in die freie Welt gehen. Ich lese auch den Postboten jetzt vor, weil es ist jetzt halt wirklich nun nicht so relevant. Die Mogri-Postboten kannst du nutzen, indem du mit einem deiner zahlreichen Mogri-Postboten sprichst oder in einer Mogri-Briefkasten schaust. Beide findest du überall in Eorzea verstreut. Über die Mogri-Post kannst du Nachrichten, Gegenstände und Geld an Personen auf einer Freundesliste senden. Wenn du auf die Schaltfläche neu oben rechts im Mogri-Post-Fenster klickst, öffnet sich der Dialog Brief verfassen. Hier gibst du deine Nachricht ein und den Empfänger an. Zudem kannst du Geld oder Gegenstände anhängen. So, wir haben eigentlich 16 Gegenstände. Wir nehmen einmal diesen Helm raus, den brauchen wir für später. Du hast einen persönlich gebundenen Gegenstand erhalten. Dieser Gegenstand gehört dir alleine und kann weder verkauft noch gehandelt werden. Du hast einen seltenen Gegenstand erhalten. Da dies ein besonderer Gegenstand ist, kannst du nie mehr als einen davon besitzen. Und wir löschen diese Nacht. Jetzt hoffe ich... Ah, Mist. Da ist es. So, Begleiter. Du hast eine Pfeife erhalten, mit der du deinen eigenen Begleiter herbeirufen kannst. Um das Kommando Begleiter rufen zu erlernen, musst du zunächst die Pfeife benutzen. Wenn du den Gegenstand benutzt hast, erscheint ein neuer Eintrag im Begleiterverzeichnis und der Charakter im Hauptmenü. Du kannst das Kommando von hier ausführen oder das Icon in eine deiner Kommandomenüs ziehen, wo dann von dort aus starten. Um deinen Begleiter vorzuschicken, klicke einfach erneut auf das Icon zum Herbeirufen. Begleiter können jederzeit herbeigerufen und fortgeschickt werden. Das Benutzen der Pfeife unterliegt keiner Reaktivierungszeit. Beachte, dass immer nur ein Begleiter anwesend sein kann. Begleiter erzeugen keine Feindseligkeit, nehmen aber auch nicht am Kampf teil. Wenn du kampfunfähig wirst, macht sich dein Begleiter einfach davon und ruht sich aus, bis du ihn das nächste Mal herbeirufst. Gut. Hau ab, Fliege. Das hier werde ich jetzt halt einfach auch mal nehmen. Dann haben wir jetzt halt schon ein Pet mit drin. War jetzt sehr ungewollt. Wie gesagt, die Reittiere können wir noch nicht benutzen. So, hier können wir das Ganze mal ein bisschen optimieren. Da ich Helme in Videospielen scheiße finde. Lassen wir uns das einfach nicht anzeigen. Und wir können jetzt Charakterbegleiterverzeichnis. Reiterverzeichnis. Wir können den rufen. Dann haben wir einen. Wie gesagt, ich habe da noch andere Postdinger drin. Aber das ist jetzt gerade nicht wichtig. Den Dreil. Balron steht auf Quallenstreifen. Diese Glibberzeug kann man essen. Uah. Naja, geben wir das eine. Wenn du Aurelia suchst, dann brauchst du nur durch das Sturmtor und dann ein Stück nach Osten bis zum Fluss zu gehen.
Dahinter findest du gleich einen ganzen Schwarm. So. Das machen wir einfach auch mal direkt. Ich meine, wir haben jetzt so viel, drei Parts damit verschwendet, zu reden, zu labern und sonstiges zu machen. Deswegen können wir jetzt einfach mal kämpfen. Mit einem Rechtsklick auf ein Angriffsziel beginnst du die Auto-Attacke. Das Aussehen des Zielcursors verändert sich entsprechend. Aus dem Kommandomenü unten am Bildschirm kannst du mit einem Linksklick Kommandos ausführen, die dir im Kampf von Vorteil sind. Alternativ sind diese über die Tasten aussehbar, die in der oberen linken Ecke jedes Icons angezeigt werden. Um Kommandos einzusetzen, brauchst du einen gewissen Betrag an MP, Magiepunkte. Außerdem dauert es eine bestimmte Reaktivierungszeit, bevor du ein Kommando erneut ausführen kannst. Die Wirkung erfährst du, wenn du mit dem Cursor über das Kommando fährst. Zauber wirkende Magier und Krieger, die sich auf den Fernkampf spezialisieren, wie Weitläufer eignen sich am besten, um Ziele aus der Entfernung anzugreifen. Die Reichweite und den Radius als Kommandos siehst du im zugehörigen Hilfsfenster. Und jetzt sind wir das erste Mal hier in der freien Welt. Apropos, warte mal. Habe ich das Ding jetzt eigentlich? Ja. Weil das Ding ist halt ein Vorbesteller-Bonus. Beziehungsweise Vorbesteller-Objekt. Und das hat 30% mehr Routine bis Stufe 80. Und das ist wichtig. Routine. Wenn mehrere Einzelspieler das gleiche Ziel angreifen, erhält der Spieler, der zuerst angreift, immer 100% der Routine, die Gegenstände, die das Ziel fallen lässt. Die weiteren Spieler erhalten eine Belohnung entsprechend ihres Beitrags im Kampf. Wenn du einen Spieler in Not siehst, solltest du nicht zögern und ihm zur Hilfe kommen. Einige Gegenstände, die du angelegt hast, sind nur an dich gebunden und können nicht mehr vergehandelt oder auf dem Markt verkauft werden. Die meisten Gegenstände können frei verkauft und gehandelt werden, auch wenn du sie bereits einmal angelegt hattest. Allerdings sind sie bindend, das heißt, sobald du diese Ausrüstung im Kampf oder zur Synthese bzw. zum Sammeln verwendet hast, wird sie an dich gebunden und dein Handel oder Verkauf an andere Spieler ist nicht mehr möglich. Naja. Aber das kann auch alles. Also das kann auch dauern. Wird zu jeder Zeit wichtig. Gegenstände hoher Qualität. Du hast einen Haku-Gegenstand erhalten. Haku-Gegenstände erkennst du an ihrem Icon und den speziellen Zeichen hinter ihrem Namen. Haku-Ausrüstung hat häufig bessere Werte als normale Gegenstände. Haku-Materialien produzieren in der Regel bessere Ereignisse in der Synthese. Daher lassen sich mit Haku-Gegenständen auch höhere Verkaufspreise erzielen. Haku-Gegenstände können nicht mit Gegenständen normaler Qualität gestapelt werden. Aua. Naja, machen wir mal fleißig. Einige Klassen und Jobs wie Gladiatoren oder Marodeure können ihre Waffenfertigkeiten aneinander reihen, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Oder das Ziel zu schwächen. Dies ist als Kombo bekannt. Faustkämpfer verfügen nicht über Kombos, da sie ein einzigartiges Fertigkeitssystem benutzen. Wenn eine Waffenfertigkeit dann eine andere anschließen kann, wird diese im Hilfstext oder Waffenfertigkeit unter Kombo-Bedingung angezeigt. Weil du von Vorpal stoßt, verdoppelt sich der Attackenwert gegenüber der normalen Variante, wenn sie unmittelbar nach sauberer Stoß ausgeführt wird. Einige Waffenfertigkeiten müssen aus einer bestimmten Richtung ausgeführt werden, um ihren Schaden zu maximieren. Nur wenn eine Attacke aus der korrekten Richtung ausgeführt wird, wird dieser Angriffswertbonus gewährt. Wenn eine Waffenfertigkeit zu einer Kombo verbunden werden kann, wird das entsprechende Icon im Kommandomenü mit einer umlaufenden gelben Linie markiert. Die Markierung verschwindet wieder, wenn die Waffenfertigkeit nicht innerhalb einer gewissen Zeit ausgeführt wird. Lerne, welche Waffenfertigkeiten sich aneinander reihen lassen, um deine Effekte im Kampf zu maximieren. Ja, so viel dazu, ne? Das ist das, was wir jetzt hier machen. Kombo.
Ja gut, dann bräuchten wir noch Schafe. Oh, Rehe, das brauchen wir halt noch. Und das da oben ist ein cooles Pet. So, hier sind Aurelias. Von denen ich weiß, dass wir sie brauchen. Wollen wir, dann brauchen wir halt noch die Schafe. Warte mal, wir gehen mal zu den unteren Docks. Und dann gucken wir von da aus mal weiter. So. Also in die Richtung können wir auf jeden Fall eine Quest abgeben. Genau hier. Ah, da. Willkommen in Limsa Luminsa. Ach, du hast etwas für mich? Eine Liste mit vermissten Personen? Zeig mal her. Danke, ich werde mir die Liste einbringen und nach dem Vermissten Ausschau halten. Mit jedem Schiff, das anlegt, kommen neue Händler, Abenteurer, Handwerker. Ja, ganze Familien nach Limsa Luminsa. Die meisten Ankömmlinge müssen hier vorbei. Deswegen habe ich mich hier platziert. Ich habe einen geübten Blick für Leute, die etwas im Schilde führen. Jetzt sehe ich an, dass du so eine große Hilfe sein wirst. Okay, hier ist direkt die nächste Quest. Alle Achtung, du legst dich für die Gelbjacken hier ganz schön ins Zeug. Ich hätte auch eine Aufgabe für dich. Die schwarzen Lampen der Stadt müssen regelmäßig mit Öl aufgefüllt werden. Es ist mal wieder Zeit dafür. Ich kann aber meinen Posten nicht verlassen. Wirst du mir die Arbeit abnehmen? Nimm das Straßenlampenöl und fülle es in die flackernden Straßenlaternen. Wenn das Öl ausgeht, bestell eine neue Lieferung bei Sisipu, von der Fischergilde. Wir kümmern sich um die städtischen Straßenlampen. Okay, Schlüsselgegenstände. Schlüsselgegenstände kannst du benutzen, indem du zunächst einen Rechtsklick platzierst und dann einen Rechtsklick auf das passende Icon im Fenster Schlüsselgegenstände machst. Wähle dann im Untermenü benutzen. Hallo, Abilfa. Du möchtest im Auftrag des Bismarcks freilebende Schafe erledigen? Frisch erlegtes Schafsfleisch, da läuft einem ja das Wasser im Munde zusammen. Nicht, dass ich mich von meinem mickrigen Sult ein Essen im Bismarck leisten könnte. Also, wenn du freilebende Schafe suchst, gern am Ende des Piers durch das Siefeltor, dann stößt du in südlichen Richtung auf eine Grasenherde, deren Fleisch soll ganz besonders zart sein. Also diese Richtung. Können wir die Quest nämlich auch einmal beenden? Hallo, Schaf. Und nochmal hallo, Schaf. Stufe 5 wäre ja mal ganz schön.
würde nämlich bedeuten, dass wir bald unsere nächsten Quest abgeben können. Quatsch. Dass wir unsere nächste Class-Quest annehmen können. Das würde ich sagen. Die nächste Hauptquest könnten wir sogar schon annehmen. Hübsch. So, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Straßenlaternen. Das, was hier in dem Gebiet so anfällt. Hat nicht funktioniert. So, hier ist auch noch eine Straßenlaterne. Ja, man hat so das Gefühl, ich bin so die Einzige, die hier die Nebenquesten macht. Wie sich dafür so wirklich Mühe noch gibt. Ich weiß nicht, ich finde halt diese Quest mega cool. Also nicht alle natürlich, aber halt so die ein oder andere. Hier, da komme ich nicht runter. Hier. Fünf von sieben. Hier ist auch noch was. Da habe ich auch noch jemand, also ein Ding hier übersehen. Was würde das denn passieren? Ja, okay. Hier so eine Windederquelle. Du hast dich mit allen Stadt-Etheriten in Lindsalomense harmonisiert. Du kannst dich nun über das Etherit-Netzwerk auch zum Seefeldtor, zum Sturmtor und zum Luftfischlandeplatz teleportieren. Ja, und auch das erspart uns jetzt einiges an Zeit und Hilfe und Lust und Laune und Rat und ne und so weiter. Du hast die Straßenlampen aufgeführt? Sie hat also schon wieder eine Abenteuerin beauftragt. Dabei hätte sie so hatte sie mich doch gebeten, ihr ein paar Nebenjobs zu beschaffen, damit sie ihr Taschengeld aufbessern kann. Und jetzt delegiert sie die Arbeit weiter? Sie ist ja noch jung und unbekümmert, aber dass sie so schnell die Lust an der Arbeit verliert, hätte ich nicht gedacht. So. Letzte Zeit kehren mehr und mehr Fischer, die nach der siebten Katastrophe ihren Beruf aufgegeben hatten, wieder auf das offene Meer zurück. Aber dafür braucht man eben Fischerboote, nicht wahr? Deswegen möchte ich bei Naldek und Vimeli welche bestellen. Du musst mal kurz bei der Plattenagilde auf den oberen Decks vorbeischauen und bei Finanza ein Boot bestellen. Sie leitet die Schiffsbaufirma. Natürlich, geht klar.
Tachchen. Hey, was führt dich zum Kloster der artigen Schwester von Edelweiß? Unbefugt ist der Zutritt untersagt. Also musst du mit mir vorlieb nehmen. Ich hab was für dich. Guck mal. Oh, ein Paket von Bogert Konsortium. Zeig her. Ja, das sieht lecker aus. Walnussbrot, Ingwerkeks und sogar ein Eier-Sandwich. A la Bismarck. Da weiß jemand, was gut ist. Richte deinen Auftraggeber bitte unseren Dank aus. Das Bogert Konsortium kann sich jederzeit auf uns verlassen. Okay. Wir können alle Quests abgeben. So, ich würde gerne einmal zum Etrefenplatz. Ja, dann geben wir doch erstmal alle Quests ab. So. Den Auftrag abgeben. Genau hier. Danke, dass du das Paket abgeliefert hast. Das hilft den Schwestern bestimmt bei Laune. Hält die Schwestern bestimmt bei Laune. Ich werde dem Vorsitzenden unserer Gesellschaft die Nacht ausrichten. Was die artigen Schwestern so treiben? Ich bitte, das darf ich dir nicht verraten. Aber keine Sorge, wenn du dich langsam in Limse aufhältst, wirst du es früher oder später ganz sicher erfahren. Okay. Dann einmal zur Abenteuerrede, ja. Baron. Shojibi hat mir mit verschmitztem Lächeln angekündigt, dass mir jemand etwas ganz Besonderes bringen würde. Bist du in ihrem Auftrag hier? Ja, sind wir hier. Das sind irgendwo ein Stückchen. Und dann noch vom Schirm der Aurelia. Also ich sagte, dass das der Geschmack unvergesslich sei. Hatte ich das eigentlich anders gemeint? Es hat mir jedes Mal einen Haufen Überwindung gekostet, die klebrigen Quallen herunterzuwürgen. Aber nichtsdestotrotz, Shojibi sich solche Mühe macht, um mir einen Feuer zu bereiten, das rührt mich. Was für ein gutes Mädchen. Stufe 5. Und jetzt können wir auch das erste Ausrüstungsstück anlegen. Das erste neue. Und wir können hier gleich die Hauptquest annehmen. Hallo Ash, schon mal etwas von den Sommerforthöfen gehört? Das ist eine der Gebiete, die nach der großen Katastrophe neu erschlossen wurden. Viele der dortigen Siedler sind ehemalige Piraten, die sesshaft geworden sind. Ackerpiraten werden sie manchmal genannt. Die Obstplantagen sollen sehr gut gedeihen, wie man hört. Ein alter Bekannter von mir, Stelvion, leitet jetzt die Höfe. Neulich sagte er, dass wieder Arbeitskräfte gebraucht werden. Und er bat mich, ihm welche vorzustellen. Verlass die Stadt durch das Siefertor und folg der Straße in nordöstlicher Richtung. Dann kannst du die Sommerfurthöfe nicht verfehlen. Aber beeil dich. Okay, und Ninja hat wieder einen Auftrag für uns. Hallo, du wirkst schon ein ganzes Stück reifer als bei unserem letzten Treffen. Ja, man lernt eben aus seinen Fehlern. Haha, diesmal habe ich einen wirklich lohnenden Auftrag für dich, ehrlich. Die folgte Brücke in... Im unteren Lanoskir ist eine Hauptverkehrsader, die im Salominsas. An so einem Ort gibt es immer viel zu tun für Abenteurer. Nicht zu danken, ich helfe immer gerne. Also, geh durch das Sturmtor hinaus und dann nach Nordosten. Frag die Wachsoldaten Alkreta an den Augen, ob sie nicht etwas für dich zu tun hat. Die Augen, das ist der Name einer Felsformation. Okay. Ach ja.
Und so geht die Sonne wieder auf. Wir waren gerade nur zu Quests haben, die wir abgeben müssen. Ja, Tatsache. Die Gesellschaft kommt in ein paar Stunden. Hoffentlich ist das Schafsfleisch bald da. Ja, hier. Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Das Schafsfleisch sollte reichen, um die ganze Gesellschaft zu versorgen. Lass es sofort in die Küche bringen. Ich war früher selber Köchin, aber leider besitze ich nicht das nötige Talent. Deswegen habe ich umgesattelt, mich als Kellnerin in den Dienst der Bismarck gestellt. Ich liebe das Restaurant und widme mich der Arbeit mit Leib und Seele. So. Nun können wir auch das machen. Und dann können wir einmal zu den Marodeuren. Hallo, Wurzeln. Oder Wurzeln. Wie auch immer. So will ich es sehen. Erfolgreiche Heimkehr nach der Schlacht gegen die Monster. Aber es gibt noch viel zu tun, bevor du deine Axt wie ein wahrer Meister schwingen kannst. Lerne kräftiger werden und alles mit der Axt erschlagen, was dir in die Quere kommt. Das ist hier die Devise. Hier, das wird dir in diesem Vorhaben, dich in diesem Vorhaben unterstützen. Ein Bestärkung. Es enthält vortreffliche Opfer, die du erlegen kannst, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Natürlich gibt es auch andere Methoden, sich zu verbessern. Wenn nur der Mann sein sollte, kannst du jederzeit darauf zugreifen. Vergiss nicht, jeder Schlag mit deiner Waffe wird dem Pfad zum Meister Marodeuren ein Stück weit ebnen. Viel Erfolg, Ash. Du kannst nun von nun an Gildenaufträge der Marodeure annehmen. Den nächsten Auftrag erhältst du, sobald du Stufe 5 erreicht hast. Statt der geht dir dann wieder einen Besuch ab. Haben wir gerade. So. Das Bestiarium. Das Bestiarium zeichnet deinen Fortschritt beim Erlegen bestimmter Kreaturen auf. Durch den Abschluss dieser Aufgaben erhältst du Belohnung und schaltest neue Herausforderungen frei. Du findest das Bestiarium unter Notizbücher im Hauptmenü. Über die Taste B kannst du es auch direkt öffnen. Du kannst nur Klassen und gegen Gegner Stärke Rang auswählen. Besiege den geforderten Zahl der aufgelisteten Monster, um das Ziel zu erfüllen und eine Belohnung zu erhalten. Es empfiehlt sich zuerst, einen Lebensraum der Zielobjekte zu überprüfen. Ziele aus deinem Bestiarium haben ein spezielles Icon über dem Anzeigenamen, wodurch es einfacher wird, diese Kreaturen aufzuspüren. Gut. So. Ich werde jetzt einmal... Da kommt das Essen rein. Werde hier natürlich jetzt einen Cut machen. Und wir sehen uns dann hier einfach beim nächsten Mal wieder. Also, ciao!